Hallo und herzlich willkommen bei UBI Tested. Heute haben wir ein sehr extravagantes Fahrzeug hier für absolute Individualisten. Ich persönlich finde ihn ja richtig genial, allein schon von der Optik. Der DS7 Crossback. Und genau den schicken wir heute auf Verbrauchsfahrt, aber nicht irgendeinen DS7 Crossback. Nein, wir nehmen die Plug-in-Hybrid-Variante E-Tense 4x4 genannt. Und die schicken wir jetzt mit seinen zwei E-Motoren und dem Verbrenner auf die Verbrauchsrunde. Will heißen, wir fahren ihn auch wie jedes andere Alltagsfahrzeug. Die Verbrauchsrunde sieht wie folgt aus. 10% Stadtverkehr, da sollte hier der Plug-in-Hybrid auf alle Fälle seine Stärke ausspielen. Dann haben wir 50% Überland, da geht es auch ein bisschen bergauf, bergab. Da kann er auch wieder ein bisschen rekuperieren. Und natürlich haben wir dann noch Autobahnanteil und da fahren wir ihn wie alle anderen Alltagsautos mit VMAX 140 Stundenkilometer. Und dann schauen wir einfach mal, was am Ende bei rumkommt. Der Akku ist schon voll geladen worden von mir zu Hause über die Schuko-Steckdose, denn das hat fast 7 Stunden gedauert für den 13,2 Kilowattstunden Batterie. Und jetzt fahren wir nur noch zur Tankstelle, machen auch noch den Benzintank voll, damit wir nämlich dann sehen, was wir wirklich an Kraftstoff verbraucht haben. Und jetzt würde ich sagen, schaut ihr euch einfach schon mal den DS7 ein wenig an und ich fahre zum Tanken. So, wir starten unsere Verbrauchsfahrt. Wir haben einmal tatsächlich hier alles voll auf elektrisch. Wir haben hier den Tank jetzt voll. 6587 ist der Kilometerstand. Abfahrt. Wir löschen alle Bordcomputer komplett. So, wunderbar. Zero Emission steht auch da. Und jetzt geht es los mit der Verbrauchsfahrt hier. Nochmal starten. So, jetzt hat wunderbar. Wir fahren übrigens, und das sehen wir jetzt auch nochmal im Hybrid-Modus, werden wir losfahren. Und so werden wir den Wagen jetzt auch arbeiten lassen. Er soll sich automatisch aussuchen, wann welcher Modi am besten ist. Was wir nutzen, das Einzige, was wir ihm vorgeben oder was wir tun, ist in den Brake-Modus zu gehen. Das heißt, wir rekuperieren tatsächlich stärker, wenn wir denn von der Bremse gehen bzw. vom Gas gehen. Und jetzt soll unsere Verbrauchsfahrt wirklich losgehen.
Wir sind angekommen hier an der Ladesäule. Getankt haben wir soeben gerade. Jetzt noch der kurze Blick hier in den Bordcomputer hinein. Wir haben 3,9 Liter laut Bordcomputer verbraucht. 115 Kilometer sind wir gefahren. Durchschnittsgeschwindigkeit 60 Stundenkilometer. Leider gibt uns das System hier keinen Durchschnittsverbrauch für den Strom an. Das ist allerdings schade, hätte ich ganz gerne gehabt, aber nichtsdestotrotz. Jetzt würde ich sagen, wir gehen erst einmal raus und stecken ihn jetzt mal an. Jetzt machen wir ihn jetzt mal aus hier. Das Ladekabel habe ich mir jetzt einfach mal schon auf die Rückbank gelegt. So, da ist das Ladekabel. Ja. Geladen wird links beim DS7 eTENS. So. Jetzt machen wir das Ganze so. Gut, erster Stecker rein. Der Stecker geht in die Ladesäule. So. Hier ist das Loch. Drinnen. Und jetzt gehen wir hier zum Hypercharger, Karte davor, AC Typ 2 soll geladen werden, laden tut er leider, und das finde ich auch sehr schade, wir kriegen hier leider keinen State of Charge von der Batterie, aber wie wir gesehen haben, die Batterie ist eh leer, also die haben wir komplett aufgefahren. Jetzt schauen wir mal, wo der Lader hier heute hingeht, weil bis jetzt scheint er tatsächlich nur hier 4,6 Kilowatt zu ziehen aus dem Ladeverbund hier. Na, ist schon ein bisschen schade drum, denn das Auto könnte anscheinend bis 7,6 Kilowatt normalerweise ziehen. Und da sehen wir es auch schon, es wird runtergeregelt auf 4,6 wieder. Sehr, sehr schade, denn das bedeutet natürlich, dass wir jetzt auch eine entsprechend lange Ladezeit haben, die uns das Fahrzeug jetzt auch berechnet. Und zwar, ja, er schreibt 4 Stunden jetzt tatsächlich rein. Und das bedeutet für mich jetzt, ich mache erst einmal Pause. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt. Aber so wie ich das sehe, wir sind 0%. Das heißt, wir müssten ungefähr die 13 Kilowattstunden verbraucht haben. Das Laden ist nun beendet von unserem DS7 Crossback eTENS 4x4. Und aus dem Grunde hören wir natürlich jetzt auch auf mit dem Fazit. Wir haben an Verbrauch 4,06 Liter Benzin E10 verbraucht, sowie eben 11,49 Kilowattstunden auf 115 Kilometern. Wie ihr jetzt schon auf der Chart gesehen habt, liegen wir also bei exakt 10 Kilowattstunden, was der Wagen hier verbraucht hat. Das finde ich einen sehr, sehr guten Wert für das schwere SUV hier. Die 4 Liter liegen natürlich dann wiederum deutlich über dem WLTP. Verbrauch. Es ist sehr interessant zu sehen, dass wir natürlich, sobald die Autobahn dazukommt, geht der Verbrauch eben schwer nach unten. Aber an sich finde ich das sehr, sehr gut, was wir hier geliefert bekommen haben. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist das, was ich hier an der Ladesäule geliefert bekommen habe, mit 4,6 Kilowatt zu laden. Das ist halt schon echt... Da tut man sich schwer, auch einen Plug-in-Hybriden eben zu laden. Wie wir ja gesehen haben, jetzt musste ich hier tatsächlich mal kurz zwischenzeitlich unterbrechen, weil ansonsten wäre noch eine Parkgebühr hier noch dazu gekommen von Maingau. Ich finde, der DS7 macht einfach einen sehr, sehr guten Eindruck. Es ist ein super komfortables SUV. Das Fahrwerk mit der vorausschauenden Kamera, das ist 1A Spitze, und genau so wünscht man sich es von einem DS. Super komfortabel, nicht, es muss kein Sportler sein. Nein, die 300 PS, ja, 300 PS, die merkt man, wenn man voll drauf tritt. Wenn alle Systeme schön zusammenarbeiten, dann schiebt er den auch gut voran. Aber dennoch, man hört den Motor, der sehr angestrengt ist, weil es halt ein kleiner Motor ist. Ein bisschen Angst habe ich um den Motor, weil wenn man tatsächlich auf das Gaspedal drauf tritt und der Motor noch kalt ist und dann dreht er so extrem hoch. Leider gibt es kein Drehzahlmesser.
größer, so dass ich dann auch mich nicht daran orientieren kann, noch wegen den Schaltungen, wegen den Schaltprozessen. Vielleicht kann man die ja dann eben noch ein bisschen anpassen, dass man ihn nicht so weit ausdrehen lässt und selber so ein bisschen schützt vor sich selbst. Wäre noch so ein Punkt, sehr, sehr toll, wie gesagt, die Optik, was mir auch an dem DS7 gefällt. Beim Preis, ja gut, da brauchen wir jetzt nicht reden, 60.800 Euro, so wie er hier steht, das ist eine Hausnummer. Das sind 8.000 Euro über dem Basispreis für die DS Performance Line, die ich auf alle Fälle nehmen würde, wegen den schwarzen Applikationen, wegen diesem Mikrofaser innen, das schaut so toll aus. Ich schwärme wirklich von dem Auto, weil er mir echt gut gefällt und er ist ein Typ, der aus der Masse heraussticht, den man nicht jeder Tage sieht, der toll gemacht ist und genau auch das verkörpert, was ein SUV sein soll. Komfortabel, nicht knallhart, nicht knüppelhart auf Teufel komm raus oder auf die Zeit auf der Nordschleife getrimmt. Mir hat es gefallen, war jetzt ein längeres Fazit zu dem Verbrauchsvideo vom DS7 Crossback eTense 4x4. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schreibt mir unten in die Kommentare, was eure Meinung ist zum Video, zum DS7 und vielleicht auch, was wir nochmal auf die Verbrauchsrunde schicken sollen. Wäre doch mal nicht uninteressant. Ja, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, Video zu liken und die Abo-Glocke anzumachen, damit ihr das nächste Video und die nächste Verbrauchsfahrt auch möglichst schnell zu euch nach Hause geliefert bekommt. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi und vielen Dank fürs Reinschauen.